Hey, wir sind zurück in meinem Studio mit Axel und MV. Wir und die Musik. Welt. Hier sind schön viele Teppiche. Es macht fast keinen Nachhall. Kein Alt. Der Sound? Ja, es ist ja auch der Sound hier. Studio. Und vor allen Dingen ist es kalt. Ist ganz angenehm. Wenn ich mich an unsere letzte... Ja doch. Also hier ja, im Vergleich zur jetzt. Letzten... Die letzte Folge war relativ schwierig. Man musste danach duschen gehen. Wow, das war wirklich... Ich habe wirklich danach geduscht, aber weil ich auch noch nicht geduscht hatte an dem Tag. Aber das war sehr schön mit dem Sven, aber es war auch sehr, sehr heiß. Ja, der hat ja richtig geschwitzt hier. So. Ja, genau. Aber er hat sich das nicht anmerken lassen. Nee, hat man nicht gesehen. Ja. Auch mit dem Kamerafokus war es kaum zu erkennen. Man müsste dann schon mit einem 200mm Objektiv daran gehen. Was ist in der Zwischenzeit passiert in deinem Leben? Ja, wir sind ja, heute ist ja der sogenannte Donnerstag schon wieder. Ne? Richtig. Und ihr seht uns sozusagen aus der Zukunft. Wir sind da noch gar nicht. aber wir hatten jetzt schon wieder schöne Auftritte. Und während ihr das hört, sind wir wahrscheinlich im Süden von Deutschland, irgendwo in Österreich unterwegs. Stimmt. Das wird wahrscheinlich. Am Tag des Erscheinens dieser Folge sind wir gefühlte, also wenn man positiv denkt, 10 Stunden im Auto. Wenn man Realist ist, es ist Ferienanfang von allen. Es sind alle Bundesländer in Ferien. Wir fahren nämlich nach Ossiach an, östlich von Klagenfurt für ein Konzert. Und Gregor und ich bleiben noch da, machen einen Workshop dann. Das sind aber von Mannheim 800 Kilometer, von Köln etwas mehr als 950 oder irgendwie sowas, ich meine, und noch mehr. Es ist eine Weltreise. Es ist eine Weltreise. Für unsere Verhältnisse ist es eine Weltreise. Und wir fahren nicht mit einem Nightliner, sondern wir fahren mit Self-Drive-Pkw, VW-Bussen. Deswegen fahren wir einen Tag vorher. Das heißt, wenn der Podcast rauskommt, wir können unseren eigenen Podcast hören an dem Tag. Ja, das können wir machen. Können wir machen. Aus Langeweile könnten wir das tun. Aber wir sind jetzt ja unterwegs gewesen, auch wieder mit Gregor, 3 Shows in Celle, in Bad Elster und in Wertheim. Und soll ich was sagen? Ja, bitte. Ich fand das die geilsten Shows, die wir dieses Jahr gespielt haben. Ja, fand ich auch. Warum war das so? Ja. Genau. Stellt man sich die Frage, woran hat es hier liegen? Es hat sicherlich nicht daran gelegen, dass wir so viele Kilometer gefahren sind an den Tagen, weil das war schon durchaus anstrengend, muss man sagen. Mhm. Also ich war platt danach. Ich war jetzt am Wochenende, am Montag oder was nicht nach Hause, am Sonntag. Nee, ich bin Sonntagnacht doch. Wir sind ja am Sonntagnacht noch nach Hause gekommen. Mhm. Am 3. Showtag. Und ich habe den Montag so ein bisschen in der Horizontalen verbracht. Ich war ziemlich im Sack, habe ich gemerkt. Aber nichtsdestotrotz, es waren heiße Tage, alle 3, aber es waren coole Bühnen. Mhm. In Celle haben wir da am Schloss gespielt. Das war ein cooles Setting einfach. Ja, das war toll. Open Air mit so einer richtigen Poser, wie sagt man da? Ego-Nase. Eine Ego-Nase. Die so. Bühne, wo vorne so ein Ding rauskommt, wo man dann auf die Knie gehen kann, wenn man Gitarren-Solo spielt. Haben wir nicht, haben wir sehr selten. Ist ja, weil du keine feine Funkstrecke hast. Weil ich keine Funkgitarre habe. Vielleicht muss ich doch mal für den einen Gig im Jahr. 4 Bläser sind draufgegangen. Ihr habt ja Funk. Genau, aber es ist ein bisschen komisch, wenn man mit der Gregor Meile Band eine Ego-Nase hat, weil das passt einfach gar nicht zu der Mucke, finde ich. Also, weil der Gregor kann auch nicht nach vorne gehen, da steht immer im Mikro und hat die Gitarre umhängen. Ja. Und wir haben keine Hupfdolen dabei, die irgendwie vorne Action machen. Das seid dann nur ihr. Nur ihr könnt das rausreißen. Nur wir Bläser sind dann die Hupfdolen, genau. Nee, aber das war trotzdem schön, die Leute waren wahnsinnig gut drauf. Ja. Und der zweite Tag war in Bad Elster, Naturtheater in Sachsen, im Wald, mit einem sehr schönen Hotel. Sehr schönes Hotel und wir hatten so einen Regenschauer zwischendurch. Das war ziemlich cool, ne? Ich bin ja dann mal hoch, also wir hatten einen Soundcheck gemacht und ich bin noch mal hoch auf die Bühne, um was an meinem Equipment zu checken. Ja. Und dann hat es angefangen zu regnen. Das habe ich nämlich gar nicht mitbekommen, dass es geregnet hat. Das war voll geil, weil das ist ja so ein verschiebbares Dach. Ja, das ist Open Air, aber hat so ein langgezogenes, gewölbtes Planendach, was man... Wie viele Leute passen da hin? 1200, 1300 Leute, wenn es voll ist. Ne? Über 1000, ja. Und das Dach kann man so komplett wegfahren bei Bedarf. Genau, und ich bin dann so auf der Bühne gestanden und dann ging das los mit dem Regen. Der hat dann so auf das Dach geprasselt, es war total gemütlich. Und an den Seiten ist das Wasser so runtergekommen, wie so bei so einem Niagara-Wasserfall. Es war ziemlich, also nicht so viel, aber so etwas, so ein bisschen so. Ne? Und das war ganz cool. Die Leute waren wahnsinnig gut drauf.
Ja. Das muss ich wirklich sagen. Es ist zwar eine bestuhlte Location, die so ein bisschen ansteigt, wie so ein Amphitheater-Style. Ja. Die Leute waren wahnsinnig gut gelaunt. Ab Song 1 war irgendwie schon klar, das klingt, das macht irgendwie Spaß heute. Ja, stimmt. Das war ein Grund, warum es so cool war, ne? Und der Sound war tierisch. Sound war nämlich auch tierisch. Das ist ja, das ja. Sind wir schon fast bei unserer heutigen Folge. Lustig war, kennst du das? Dass einem so Dinge im Auge sind, wenn man auf die Bühne. Ich bin rausgekommen und da saß ziemlich weit hinten eine ältere Frau mit so einem LED-Kopfschmuck. So eine Art Krone aus LED-Lampen, die so geblinkt hat. Ja, wirklich? Während alle anderen sowas nicht hatten. Das war die einzige, die das hatte. Das gab es auch nicht am Merch zu kaufen. Vielleicht gab es da so einen Rummel, wo die gerade noch vorher Popcorn gegessen haben. Ja, irgendwie so. Das war auf jeden Fall, fand ich total strange. Die war aber gut drauf. Ja. Was ich auch geil fand. Nicht so ganz zu Gregor Meile, aber eher so zu How Much Is The Fish oder sowas. Ja, genau. So ein Techno. Das war auf jeden Fall ein schönes Ding. Und dann haben wir in Wertheim auf der Burg Wertheim gespielt. Auch crazy, weil die Technik da immer den allseits beliebten Crossload machen muss. Das heißt, die müssen aus unserem Truck in einen kleineren Truck alles umladen, weil unser Truck da nicht raufkommt. Das ist bei den Hands und bei den Technikern ein sehr, sehr beliebtes Thema, weil sie dann sehr früh da sein müssen und nachher lange zu tun haben, sich dann aber auch das Getränk sehr verdient haben. Ja, die haben da lange Tage, das ist immer krass. Aber das war auch geil, das war eng, viel los, super heiß. Weißt du, woran mich Wertheim, diese Burg erinnert? An den Tag nach Ansbach. Das ist nämlich immer... Ja, aber das hast du gesagt. Du hast mir gesagt, dass wir da schon mal gespielt haben, das war aber nicht da. Doch, wir haben in Wertheim gespielt und wir haben kurz vorher in Ansbach gespielt, nach dem Terroranschlag. Nee. Dann war es mindestens eine Woche danach. Weil ich war nicht dabei. Da gab es keine Bläser in der Band. Das war noch vor, das muss 2016 gewesen sein. 2015 oder 2016 habt ihr in Wertheim gespielt. Ich habe den Gregor nämlich auch gefragt, sag mal, haben wir hier schon mal gespielt? Ich konnte mich nicht mehr richtig daran erinnern. Aber wir haben auf jeden Fall nach dem Anschlag da gespielt, weil ich weiß das noch ganz genau. Dann war das eine Show ohne Bläser, weil ich war noch nie da. Das kann natürlich sein. Abgefahren. Interessant. Weil ich weiß noch, dass wir so ein bisschen... durch den Wind noch waren. Es muss eigentlich der Tag direkt danach gewesen sein, weil wir haben echt so noch so ein bisschen Schiss gehabt von diesem, das steckt ja noch so in den Knochen, dieses ganze Ding. Und ich habe dann so instinktiv nach Fluchtwegen gesucht, wenn irgendwas passiert. Und wir waren ja, sind in so einem Gemäuer, man kann dann nur nach oben hinweg. Und aber bist du sicher, dass das Wertheim war, dass es nicht Calw war? Weil in Calw gibt es auch so eine Ruine, wo wir auch schon mal gespielt haben. Nee, es war Wertheim. Nee. Weil ich weiß, weil da meine Schwiegermutter auch da war als Gast. Egal. Das wird man nicht mehr klären können heute. Aber das waren drei sehr schöne Gigs. Die haben mir persönlich total Spaß gemacht. Die waren musikalisch super geil. Die waren von den vom Publikum super geil. Ja. Es war anstrengend alles. Heiß. Backstage war auch schön eigentlich. Ja. Weil es ist ja auch manchmal eng. Manchmal ist es sehr groß. Also in Celle hatten wir ja dieses, es war ja so ein Schloss. Ein Schlossraum hatten wir da, ein Riesending. Ne? Also das war so groß wie ein Fußballfeld, der Raum. Der Raum war so groß, dass sie für die Katja, die da für die Lena als Aushilfe war, hatten sie in den Raum, in dem wir waren, so ein Pavillonzelt aufgebaut, damit die Frau sich dort umziehen kann. Ja, das ist doch genial. Aber riesiges Räumchen. Aber cool, dass die Veranstalter an sowas denken, finde ich. Weil es war nicht immer so. Ne? Manches sind da so, denken da gar nicht so. Die waren alle sehr lieb, das muss man sagen. Dieses Wochenende war total cool, Catering und alles war total herzallerliebst. Total. Aber wir haben in den letzten Tagen sehr viel über Sound gesprochen. Ja, wir haben eigentlich den Podcast schon unterwegs geprobt. Ja. Und warum? Ich glaube, es fing damit an, dass ich erzählt habe, dass ich bei Living Color war. Mhm. Ich bin mal wieder beim Konzert gewesen, nämlich. Ich war in der Butch Cup in Frankfurt und habe da Living Color gesehen, die ich früher in meiner Zeit als angehender Gitarrist habe ich die wahnsinnig viel gehört und fand es damals schon ein bisschen strange, was der Vernon Reid an der Gitarre dafür Dinge macht. Das finde ich bis heute auch ein bisschen strange, aber egal. Ich wollte die mal sehen, ich hatte die noch nie live gesehen und bin in die Butch Cup und war herbe enttäuscht. Nicht von der Band, sondern vom Sound. Ja, du hast mich gefragt, ob ich mitgehe, aber ich habe Duncan abgelehnt. Nicht, weil ich die jetzt gar nicht mag, sondern einfach, weil ich weiß, dass ich 5 Songs hören kann und dann wird mir das zu viel. Und dann weiß ich schon, dass ich so ein bisschen abschalte innerlich. So, ne? Genau. Und das ist dann wahrscheinlich auch so etwa in... Ich war zweimal in der Butch Cup in den letzten Jahren. Ich habe einmal OK Kid gesehen bei einer bei einer ziemlich ausverkauften oder super ausverkauften Show. Es war ein wahnsinnig cooles Konzert von OK Kid. Leider war auch da der Sound schwierig.
Und ich meine, die sind, das, da war das Thema Low-End, da war einfach unglaublich viel Bassanteil, so dass man einfach, ich konnte die Songs teilweise nicht erkennen. Ja. Also ich konnte Tonarten nicht erkennen, weil es so gewummert hat. Im Publikum. Im Publikum. Und ich war am FOH, ich war mal vorne links, ich war in der Mitte mal. Und das war total schade, weil die Mucke ist total geil. Ich habe den Gitarristen total gefeiert, der hat mega geil, so mit einer Jazzmaster. Fand ich total geil, was der gemacht hat. Aber wenn der nicht gespielt hat, wenn so die Mitten, die tonale Information gefehlt hat, dann erstmal nur Bass und Drums waren, konnte ich nichts verstehen. Und lustigerweise war das jetzt genauso bei Living Color, obwohl da fast nichts los war. Da waren irgendwie, weiß nicht, 100 Leute da, 150 Leute. Das war total erstaunlich, dass bei so einer Ami-Band nichts los ist. Und der Vernon Reid hat einen Gitarrensound gefahren. Der ist natürlich auch der einzige. Das ist eigentlich ein Rock-Trio, ne? Also ein Gesang. Ach, ein Trio? Ja, es ist halt ein Sänger, der unglaublich singt, der Corey Glover. Ja. Und dann ist es Gitarre, Drums, Bass. Ach doch, okay, genau. Also ein Rock-Trio plus Gesang. Ja, genau. Das heißt aber, der Gitarrist, der Vernon Reid, kann natürlich da massiv fette Sounds fahren, breite Sounds fahren. Mhm. Extrem High-Gain-mäßig, Distortion-Sounds. Ja. Der hat jetzt diese ganzen Gitarren-Synthesizer-Sachen, die er früher gemacht hat, gar nicht mehr gemacht. Das fand ich total geil, weil das hat mich immer total genervt bei Living Color, diese Roland-Gitarren-Synth-Geschichten. Da stand ich noch nie drauf, das hat er viel gemacht. Aber der hat da einen dermaßen matschigen Sound, zumindest über die Anlage gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Bühne klang, aber das hat keinen Spaß gemacht. Es war wahnsinnig schwer, das Konzert so zu genießen, weil der Sound so schlecht war. Ja, verstehe. Und dann haben wir immer viel über solche Sachen geredet, über so Gitarrensounds. Das tun wir sowieso die ganze Zeit, über deine Sounds, über wie das im Mix so funktioniert. Ja. Deswegen haben wir heute überlegt, dass wir eine Folge machen, genau zu diesem Thema. Die Folge heißt ein guter Mix, wo ist mein Platz im Bandsound? Ja, versteht sich dann doch von, ne, vom Titel her ganz gut, glaube ich. Wir haben lange überlegt, wie wir es nennen. Ich fand auch noch gut, es gab noch einen weiteren Titel, können wir eigentlich schon sagen. Ich fand auch noch Let's Not Fix It in the Mix. Fand ich noch ganz geil, weil es ja immer so ist, dass man sagt, ja komm, scheißegal, kriegen wir nachher. Auf der Platte wird es gemixt oder der Tonmann unten muss irgendwie mischen. Ja, man könnte da tausend Titel, ne? Hilfe, man hört mich nicht oder egal, warum bin ich in dieser Band, sinnlos, ich kann auch genauso gut woanders spielen. Kennen wahrscheinlich viele Musiker. Ne? Also man kennt es, glaube ich, am ehesten. Und da ist, glaube ich, auch so der Punkt, wenn man in einer großen Band spielt. Ne? Wenn man jetzt, wie jetzt Living Color, in einem Quartett spielt, wo nur ein Gitarrist da ist, der muss ja schon so viel abdecken eigentlich. Der ist immer präsent. Der muss quasi breit aufgestellt sein und fette Sounds fahren. Ja, und wir beide, wir spielen ja viel in so großen Bands. Also jetzt, ob es jetzt Sing My Song ist, ob es jetzt Gregor Meile ist, eine relativ große Band. Ja. Wenn man da die ganze Zeit im vollen Frequenzspektrum drüber ballert, dann ist für die anderen halt kein Platz mehr. Ne? Also da ist schon mal ein großer Unterschied zwischen so einem Trio und so einer Full-Range-Kapelle, ne? So, wo alles schon da ist. Und das war auch lange bei Gregor ein bisschen eine Herausforderung für mich, weil ich bin ja jetzt, bei der Gitarre kann ich ja mehrere Funktionen abdecken. Ne? Da ist man so bei der Funktion des Instruments schon, ich kann solistisch denken, ich kann füllen, ich kann Akkorde spielen. Also ich mache so ein Bett, das für die Akkorde zuständig ist. Ne? Oder ich kommentiere den Gesang, der Sänger singt was, ich mache ein Lick dazu oder so. Diese ganzen Funktionen, die ein Instrument hat, die kann ich zum Beispiel alle irgendwo mit meiner Gitarre schon mal bedienen. Ja. Das kann ja alles. Bei dir ist es ja so, mit einem Saxophon, du kannst jetzt keine breiten Akkorde machen, die stereomäßig im Soundbild stehen. Natürlich. Wie machst du denn das? Das ist ja genau das Thema. Wir haben eben ganz kurz zugesprochen. Ich finde, so bei Keyboard und bei Gitarre, ne, da ist so jedem klar, das sind die Typen, die bieten Sounds an. Ja. So. Gitarre, was du gerade sagst. Ich kann unten Powerchords spielen, die sind dann fett. Wenn ich die noch anzerre oder sogar richtig distorted spiele, dann ist das so ein fetter. Dann macht das erstmal alles dicht. Ja. Du kannst aber auch irgendwie ein Single-Note-Funky-Lick spielen, was viel weniger Platz in Anspruch nimmt, sozusagen. Oder was du meinst, kommentierend. Das weiß jeder. Gitarren können so und so klingen. Du kannst eine Nylon rausholen, du kannst eine Steel-String rausholen. Jeder weiß mittlerweile auch, wie eine Strat klingt im Vergleich zu einer 335 oder so. Also vielen Leuten ist klar,
das hätte ich jetzt gerne von dir. Oder? Ja, genau. Und bei Keyboards genauso. Da weiß man hat ein Wurli, man hat ein Rhodes, man hat ein E-Piano, man hat vielleicht sogar einen Feld-Piano-Sound, also einen gedämpften, weichen Sound. Ja. Man hat diese ganzen Synth-Sounds mit Sägezahn, die mehr knallen. Also das ist jedem bewusst. Bei Bläsern denken alle immer, ja, Bläser halt. Ne? Ja. Und ich finde, das ist ein riesen, das ist einfach ein Missverständnis. Weil aber redest du jetzt vom Satz oder von dir als Solo-Instrumentalist? Natürlich im Satz. Also als, wenn ich alleine spiele, ist natürlich klar, da spielt ein Bläser, spielt Melodien. Da bräuchtest du dann schon Effekte, um da was zu machen. Genau, das wird übrigens auch manchmal gemacht in Popproduktionen, dass es ein bisschen fetter klingt, dass man da das ein bisschen breiter aufstellt mit so einem Stereo-Spread oder mit einem Octaver so ein bisschen, oder dass es ein bisschen fetter einfach dasteht. Ja, dann geht das ja. Aber im Satz, was in meinen Fällen ist, ist es sehr häufig, dass wir zu dritt sind. Oder absolut, ja, Satz ist eine ganz andere. Und da gibt es da so viele Möglichkeiten. Wir können Flächen machen, die unisono sind. Auf jeden Fall. Wir können Flächen machen, die akkordisch sind, dreiklängig, zweiklänge. Genau. Wo man sofort eigentlich wie ein Keyboard funktioniert und auch sehr häufig die gleichen Frequenzen abdeckt. Ja. Wir können ganz oben spielen, wir können ganz unten spielen, wir können leise spielen. Wir können ein Flügelhorn nehmen, damit es nicht oben so rausballert, damit es weicher gedeckt ist. Mhm. Wir können einen Bari nehmen, damit es unten mehr knackt. Also es gibt so viele Möglichkeiten, das Ganze so zu gestalten, dass Bläser auch im Grunde ein komplettes Keyboard ersetzen können. Absolut, manchmal. Ja klar. Und wenn dann aber so quasi gesagt wird, geil, wir haben eine geile Band, wir haben Gitarre, wir haben Keys, wir haben Bläser, wir haben noch eine Geige, und dann haben wir plötzlich dann, ja, es ist schön, das alles zu haben, man muss aber einfach wissen, was will man jetzt für diesen Song in den Vordergrund stellen oder was, wie du sagst, was ist meine Aufgabe letztendlich? Genau. Und das ist so ein bisschen die Frage auch, wie geht man da ran? Ne? Also ich meine, jeder hat seinen eigenen Geschmack oder seine eigene Soundvorstellung von sich selbst. Mhm. Und dann muss man die aber, also mir geht es so, ich muss die hinterfragen. Also für mich ist es halt immer so, also ich war ganz am Anfang, als ich bei Gregor rein bin, da habe ich ja, also die meiste Zeit habe ich bei Gregor eine Telecaster gespielt. Ne? Ja. Und du weißt ja, Telecasters, die können sehr drahtig und mit sehr viel Twang können die sich da im Soundbild irgendwo schön einordnen. Die können sehr breit sein, die Sounds. Die können aber auch mal wirklich so durch die Mitte durchgehen, wenn ich noch einen Mid-Boost mache oder so. Es geht ganz gut so mit so einer Telecaster. Jetzt spiele ich eine ES-335, die ist ein bisschen fetter, aber kann immer noch das Mittenspektrum ganz gut abdecken. So, ne? Jetzt ist es halt dann so, dass, also wenn man so eine Band anguckt, jeder hat ja irgendwo so einen Platz. Also der Bass ist ja ganz klar definiert. Um es jetzt mal, ne? Also der Bass, der wird jetzt wahrscheinlich, es sei denn, er spielt mal ein Solo, wird jetzt so über 800 Hertz zwar vorkommen, aber da ist nicht sein Hauptwirkungsbereich. Du brauchst die Frequenzen vielleicht für die Definition, wenn du auf dem Bass was machst oder wenn du in einer Rockband spielst, brauchst du den Bereich, wenn der Verzerrer angeht. Ne? Wenn Dominik zum Beispiel, da singt man einen Song, mal eine Rocknummer spielt, da ist ein Fass drauf, dann kommen da irgendwie 3 Kilohertz oder was weiß ich, ne, so oben noch was dazu oder mehr sogar. Dann reden wir über wieder ein anderes Soundspektrum. Aber der Bass an sich, so wie er klassisch gespielt wird, der geht, je nachdem, wo dann auch die Bassdrum ist, irgendwo in dem Bereich, ich sag mal, da ist es auch, das ist immer die Frage, ob die Bassdrum über den Bass stellst oder ne, ob die Bassdrum sehr viel Subbässe macht. Dann würde man den Bass über die Bassdrum stellen wahrscheinlich. Ich meine, wir sind jetzt beide keine Audio-Ingenieure, ne? Wir haben halt unsere Erfahrung von den Projekten, die wir über die Jahre jetzt gemacht haben und wissen, wie ein Equalizer funktioniert. Wir wissen vielleicht auch, wie ein dynamischer Equalizer funktioniert, der, wenn was zu viel kommt, selber das wegnimmt. So Sachen wissen wir, aber wir sind jetzt keine Ingenieure, die Frequenzen, sagen wir mal, jetzt wie jemand, der jetzt täglich FOH mischt oder Mixe macht, der jetzt die Frequenzen so direkt auch schon hört. So, ne? Also jemand, der das wirklich gut kann, der hört einfach, okay, das sind ziemlich genau 1,5 Kilohertz, die ich jetzt runterziehen muss. Da muss ich schon manchmal noch, da bin ich schon öfter mal daneben, aber es wird besser mit der Zeit. Das ist wie eine Gehörbildung. Genau. Whatever. Auf jeden Fall, ne, zum Thema Bass, der hat ja so ein bisschen seinen Platz und der ist eher so im unteren Bereich. Das ja, aus unserer Sicht. Ich gebe dir total recht. Ich würde es auch genauso beschreiben. Aber jetzt sprich mal mit einem Bassisten. Weil ich könnte mir vorstellen, ich habe ja auch mit dem Dominik Krämer zum Beispiel, mit dem wir ja sehr viel spielen, auch immer wieder über diese Thematik spricht man ja.
es gibt ja auch Bassisten, die einen sehr brillanten Sound haben. Also absolut, einen knalligeren, ja, obenrum, mehr deswegen sage ich, es ist wieder stilistikabhängig. Ne? Genau. Und so, dann ist aber Funk, auch die Frage, wenn ich sage, pass auf, ich brauche das nicht von dir, sorry. Ja. Zum Monitormann, kannst du mir den Bass bitte so dumpf machen? Jetzt im schlimmsten Fall, das passiert bei uns nicht, aber und dann denkt er, ja, Moment, aber das ist doch mein Sound. Warum machst du den dann da weg irgendwie? Genau. Sozusagen. Und deswegen, ich finde zum Beispiel bei Dominik ist es so, in dem Kontext, mit dem wir mit ihm live viel zu tun haben, singt man Songs eine andere Sache, weil das so ganz, da ist ja jeder Song anders von der Stilistik so, sozusagen. Ja. Aber wenn wir jetzt auf der Bühne stehen mit Gregor und da ist ja, sag ich mal, da gibt es mal hier und da eine Anpassung, du spielst mal verzerrt, du spielst mal clean, ja, der Bass ist mal mit Octave, mal ohne oder so, aber im Grunde ist ja so, dass man erstmal grundsätzlich mal mit so einem Grundsound kommt und den auf den jeweiligen Song dann so ein bisschen anpasst. Aber da ist von der Bassseite, von Dominiks Seite relativ klar, dass es eigentlich kein High, wie sagt man, kein hochmittiger oder kein höhenlastiger Bass ist, sondern es ist ein relativ retro gedachter, dumpf klingender Basssound. Deswegen passiert da unten viel, aber obenrum ist viel Platz für andere Dinge. Das ist total dankbar zum Hören. Ja, wo ich jetzt immer aufpassen muss, das ist das genau. Also oben ist erstmal relativ, kriegt man relativ easy gebacken, ne, was da so im Vergleich, also wenn ich jetzt mich im Vergleich zum Bass stelle, weil andersrum gesagt ist es ja oft so, dass ich mit meiner Gitarre irgendwo in so einen 100-Hertz-Bereich gehe. Mhm. Also wenn das mal passiert, es passiert mal bei Sounds, die jetzt ein bisschen dicker klingen auf der Gitarre, passiert es vielleicht schon, dass es mal runtergeht. Dann habe ich noch eine tiefe Lage, bin irgendwo im ersten Bund oder so. Und dann komme ich schon in den Bereich, wo ich mit dem Bass aufpassen muss. Ne? Da gibt es dann so eine Competition. Und dann ist auch so, bei Dominik ist es ja auch echt so, der hört halt auch einfach so gut, dass er sofort weiß, okay, wenn hier die Low Intervals unten so ein bisschen sich ins Gehege kommen, das funktioniert dann nicht so. Ne? Ja. Der meldet sich dann auch ziemlich schnell und sagt, wenn wir hier unten Bassnoten spielen, dann müssen wir die entweder wirklich zusammenspielen. Ja, genau. Aber wenn wir hier eine Sekunde machen, dann kriegen wir Probleme. So, ne? Also das ist genau dasselbe, wie wenn du in einem Bläsersatz oder in einem kompletten Satz die Töne, die Top-Notes irgendwie hast mit dem Sänger und da ist eine Sekunde drin, funktioniert oft im harmonischen Kontext ja auch nicht. Ja. Aber mit dem Bässen ist es genauso. Ne? Ja. Und dann geht es dann los, wo man sagt, ja, okay, hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier muss ich entweder meinen Sound dünner machen, weil wenn Dominik seinen Sound dünner macht, das macht keinen Sinn. Genau. Dann bin ich derjenige. Und dann muss ich sagen, ich finde dann eher in einem mittleren Bereich statt oder muss man eine Lage ändern halt dann. Ne? Jetzt sind wir schon wirklich im Detail so. Ja, aber das finde ich total spannend, weil wenn ich mal so überlege, meine Anfänge, auch Rockband-mäßig, wo ich selber auch Gitarre gespielt habe, wo da eine 4-12er-Box steht, mit einem Marshall obendrauf, auch noch vollkommen Irrglaube damals, dass das überhaupt jemals funktionieren würde, ohne Power-Soak und so, das ist aber viel zu laut alles gewesen. Aber kann noch geil sein. Ja, aber diese Box hat so viele Bässe produziert. Ja, klar. Und ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, den Bass mal einfach deutlich zurückzuregeln am Amp. Ja. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil dieser Sound viel zu fett ist. Jetzt letzte Woche stand ich mal ganz kurz beim Soundcheck, weil du da irgendwas am Schrauben machst an deinem Amp. Du hast einen kleinen Fender dabei. Und ohne In-Ear dann in dem Fall, weil wir noch vor dem Soundcheck waren sozusagen. Mhm. Und dann, wenn man dann mal sich vor Augen führt, wie dünn eigentlich dein Sound in dem Bandkontext ist. Also was aus dem Amp rauskommt. Was aus dem Amp kommt. Genau, der Amp ist nicht mikrofoniert, das muss man dazu sagen. Du gehst über so ein Simulationsteil, über dieses, wie heißt das, Two-Notes-Ding. Ein Two-Notes Captor X, genau, der simuliert eine Box. Genau. Aber, und das geht aufs Ohr. Genau, aber der Amp, den du quasi als Sound, den Preamp nutzt du ja als Soundquelle, auch der ist trotzdem sehr, sehr schlank. Du hast also nicht viel Low-End da drin. Und das ist vielleicht so ein Ding, wenn man so zu Hause sitzt und so Sounds einstellt oder sich so vorstellt, so, oh, das ist aber geil. Auch bei uns Bläsern, wenn ich sage, oh, guck mal, wird tolles geschrieben hier für die Nummer, super cool, leise, tiefe Bläser, passt super geil dahin. Ja. Weil gerade ich habe das auf dem Kopfhörer gehört oder hier im Laptop läuft mit, da hat Bläser geschrieben, cool. Und dann kommst du in den Proberaum oder auf die Bühne und denkst so, schade. Ja.
vollkommen falsch antizipiert. Das funktioniert ja gar nicht, wenn wir da leise und tief spielen. Wir müssen ja eigentlich eine Oktave höher spielen und wir müssen laut spielen. Wir müssen viel mehr Obertöne bieten. Mhm. Und das ist, glaube ich, so eine Erfahrungssache, dass man dann sagt, okay, so wird das wahrscheinlich in dem Kontext klingen. Mhm. Und du machst es ja genauso. Du stellst immer deinen Sound, du schraubst jeden Tag beim Soundcheck immer so rum, dass du sagst, jetzt ist mein Sound irgendwie so, dass er in das Bandgefüge passt. Und vor allen Dingen gut hörbar ist, dass er ja nicht untergeht oder nicht einfach nur laut gemacht werden muss, sondern dass er auch ohne laut zu sein prägnant durchkommt sozusagen. Ja, dann spricht man jetzt schon wieder davon, wo ist eine Soundquelle, wo findet eine Soundquelle ihren Platz im Bandspektrum. Ja. Wir sprechen da von Frequenzen. Wir sprechen aber auch von Platzierung, von Noten natürlich. Ne? Ja. Also das ist ja beides extrem wichtig. Also die Zeitebene und das Klangspektrum. Wenn wir jetzt, wenn ich die ganze Zeit bei 2 Kilohertz auf der Stimme von Gregor rumballer oder von der Sängerin oder sonst irgendjemandem, dann ist klar, dass die Gitarre da weggemischt wird. Genau. Es sei denn, man ist bei Living Color. Denn, ja gut, da ist die Gitarre aber um den Gesang wahrscheinlich. Ja, passiert. Es wäre schön, wenn es so gewesen wäre. Aber war nicht so. Der Großteil des Gitarrensounds von Vernon Reid hat für mich so zwischen 1 und 4 Kilohertz statt. Oder sogar noch höher, 4 bis 8 Kilohertz. So richtig, der war so quasi, die T- und S-Laute von Vernon Reids Gitarre waren lauter als die vom Sänger. Also das war unangenehm. Ja. Das ist eine Philosophiefrage, ja. Wenn man da halt gar nicht drauf achtet, oder im Rock'n'Roll ist es ja oft auch so Attitude über alles, ne? Genau. Und dann ist es auch irgendwie, okay, dann muss der Mischer das vielleicht ausbaden und das wird dann auch gut klingen vielleicht, ne? Das ist, also ich will jetzt ja nicht auf Vernon Reid so rum oder auf der Band so rum. Das ist unfair jetzt, der Arme. Nein, aber ganz im Gegenteil, weil nämlich die Band hat unfassbar gespielt, das jetzt mal noch zu Ende zu führen. Die haben so fett gespielt, die haben eine Power gehabt, also in dem Alter, die sind ja alle jetzt 60 oder schon älter. Ja. Unfassbar frisch, Wahnsinns-Interplay, unglaublich. Mhm. Und ich gehe halt davon aus, dass die Bühne extrem laut war auch. Also allein der Drummer Will Calhoun ist auf jeden Fall sehr am Zimmern. Ja. Und die Amps von dem Gitarristen eben auch. Deswegen ist es vielleicht auch nicht einfach für den Band-Mischer vorne, das irgendwie in Zaum zu halten. Ja. Also woran auch immer es lag, auf jeden Fall war der Sound unangenehm und die Gitarre war nämlich sehr höhenlastig. Was bei dir nie der Fall ist. Ich finde, alles, was ich von dir im In-Ear immer bekomme, das geht nie oben über 5, 6 Kilohertz hinaus sozusagen. Ich mag nicht so gern Höhen, ja. Also ich sage, ich mag Höhen, aber die richtigen. Ich hab jetzt in letzter Zeit sowieso extrem viel am EQ gedreht. Ich habe sogar ein extra EQ nochmal auf dem Board, wo ich genau die Sängerfrequenzen wegnehme. Wo sitzt der denn? Sitzt der ganz am Ende? Ganz oder ganz hinten. Hinten, bevor es Also bevor es in die Effekte geht. Auf diesem Board, wie ist es auf diesem Board? Ja, ich glaube, da ist es auch so. Also, was kommt als erstes? Stimmgerät, Verzerrer? Booster. Ja, Stimmgerät, Volume Pedal kommt bei mir, ist diesmal Pre, es war vorher immer hinten dran, jetzt ist es Pre, also vor den Verzerrern. Dann kommen diese ganzen Verzerrer. Und mein, der Equalizer kommt nach den Verzerrern. Bevor es in die Effekte geht. Bevor es dann ins Delay und so geht, ne? Und die Modulationseffekte. Okay. Weil dann kann ich die Verzerrer mischen. Ja. Ne? Wenn ich den Equalizer vor die Verzerrer hänge. Dann kommen da so Höhen dazu teilweise, die... Ja, dann nehme ich auch die Dynamik vom Verzerrer, verändere ich dann. Ja. Ne? Also ich will ja den Verzerrer, der soll bleiben, wie er ist, vom Spielgefühl. Soll aber dann am Ende soll ein bisschen was rausgenommen werden. Ich bin ja eher so der Destructive Equalizer-Typ dann. Ne? Also ich mache nichts dazu, sondern ich nehme Sachen weg. Mhm. In dem Fall, weil bei diesem Equalizer ist es jetzt egal, aber es gibt Equalizer, die rauschen dann, wenn du zu viel dazu mischst. Deswegen würde ich eher da sagen, dass man was wegnimmt. Okay, auf jeden Fall ist das so, dass ich dann sage, okay, ich nehme genau die Frequenzen dann aus meinem Verzerrer raus, die mit dem Gesang kollidieren. Das ist so, bei 2 Kilohertz nehme ich da ein bisschen was weg. Ich mache ein bisschen was bei 360 dazu, bei 1,5 mache ich ein bisschen was rein. Und ich mache einen High-Cut und mache die 5K noch ein bisschen rein. So ist der jetzt eingestellt. Ne? Doch, also, 5K mache ich ein bisschen rein, aber eine relativ steile Equalizer-Kurve, die so ein bisschen... den Grip wieder zurückgibt. Weil wenn ich einen High-Cut mache, dann wird es dann teilweise dumpfer oben raus, aber mir fehlt genau da so ein bisschen... Die 5K. Aber 5K sind ja auch, wo Stimmen auch stattfinden.
Ja, aber da ist es dann oft so, dass ich nicht so im Weg bin, weil es ja so genau ausgewählt ist. Das ist genau dieser Pick-Sound so oft, ne? Die Transiente so ein bisschen rausbringt. Und das ist das, was mir dann hilft bei der Definition. Mhm. So, ne? Das hole ich wieder ein bisschen zurück. Aber und das ist auch wieder, mein Equalizer ist jetzt so eingestellt. Der wird aber dann bei einem anderen Verstärker oder in einem anderen Setup wieder ganz anders eingestellt. Mhm. Dann werden die Sachen wieder woanders. Ne? Ja, in dem Fall ist es jetzt so. Mhm. Aber 1,5, das ist ja auch das oft, was man bei einem API-Equalizer gerne mal ein bisschen pusht für die Gitarren, was immer irgendwie bringt nach vorne einfach. Digital lebt die Gitarre so ein bisschen. Und dann hinten raus bei 200 Hertz, da geht man langsam wieder so ein bisschen weg mit den Frequenzen und so ist mein Sound eigentlich. Aber ich mag eher Sounds, die wirklich in den Mitten stattfinden und da leben und alles, was zu viel Höhen macht und wenn du schlägst jetzt so einen Akkord an auf der Tele und der steht jetzt und du hast dann wirklich so einen gesättigten Zerrsound und das dann mit den Becken gemischt, das ist für mich dann schon so, das ist dann schon im Weg, ne? Ja. Also ich will, dass die Becken, die sollen frisch klingen, aber die Gitarre muss da oben nicht so sich mit den Becken bekriegen. Da bin ich dann eher so ein bisschen weg, dann bin ich den aus dem Weg. Ne? Genauso untenrum bin ich weg. Und dann hast du halt genau diesen Bereich, wo für mich die Gitarre immer funktioniert im Mix im Moment, bei so großen Bands. Wenn ich jetzt eine kleinere Band oder ein Trio habe, dann ist es vielleicht wieder ein bisschen anders. Aber selbst da würde ich den Amp, glaube ich, so einstellen, dass der so klingt. Das Ding ist ja jetzt, ich meine, wir reden jetzt hier über Live-Situationen. Der Vorteil ist natürlich, wenn man das du bist ja nicht der Einzige, das machen viele gute Gitarristen, machen sich genau darüber Gedanken, überhaupt viele Musiker sollten sich darüber Gedanken machen, finde ich, weil dadurch natürlich einerseits der ganze In-Ear-Kram einfacher wird. Das ist, glaube ich, was anderes, wenn man mit Wedges spielt, weil dann das mischt sich alles so krass auf, wenn man mit herkömmlichen Wedges arbeitet, dann sind auch die Amps noch da, dann kriegt man immer so indirekt irgendwelche Signale ab von Amps, klar, die hinten offen sind, und das ist irgendwie alles so schwierig zu ordnen. Aber wenn du mit In-Ear spielst, wo das alles sowieso sehr analytisch wird, da fällt einem natürlich auch extrem auf, wenn jetzt ein super wummeriges Gitarrensignal käme. Ja, wir machen das jetzt schon seit Jahren so, ne? Ja, genau. Wann stehen wir mal mit Wedges auf der Bühne? Ja, es kommt selten vor. Bei mir kommt es sehr, sehr selten vor mittlerweile. Ja. Mittlerweile sehr selten. Ja. Ich hatte neulich einen Gig, da waren Wedges am Start, das war... Also Wedges nicht, es sind keine Pommes. Potato Wedges. Sondern die Monitorboxen, die auf der Bühne laut sind. Ne? Die so also aussehen wie eine Potato, ein Viertel, ein Wedge. Genau. Ja, das war schwierig, weil wenn ich direkt neben dem Drummer gestanden habe, der tierisch gespielt hat, aber einfach so laut, dass man eigentlich, schwierige Situation. Ganz andere Situation, ja. Aber dann geht es ja noch weiter, dann ist ja quasi, du hast deinen Bereich, dann ist ja, die Keyboards müssen irgendwo stattfinden. Mhm. Die sind natürlich auch sehr full-rangig in den meisten Fällen. Ja. Und auch da ist total häufig, dass wir in den Proben stehen und dass man den Sound hört und denkt, boah, das klingt aber geil, das ist ein schönes Wulli, mega, passt super hin. Und sobald die Band spielt und sobald alle dabei sind, ich höre das Wulli nicht mehr. Ja, klar. Kannst du mal lauter machen? Ja, warte mal. Der Chris hat zum Beispiel neulich gesagt, warte mal, ich mache mal oben ein bisschen mehr hohe Mitten rein, ich mache mal unten ein bisschen weniger Bass, ohne lauter zu werden. Mhm. Also ohne am Volumen zu drehen. Ja. Und das oben 2 dB mehr in den hohen Mitten und irgendwie Low-Cut oder eine Absenkung in den Bässen und plötzlich steht das Wulli viel mehr da. Mhm. Die Frage ist immer, will man sich dann aber selber so hören? Ne? Also gefällt ihm dann der Wulli-Sound so? Aber es ist ja immer irgendwie ein bisschen Pragmatismus dabei. Man muss ja, wenn man gemeinsam spielt, muss es ja irgendwie greifbar sein. Ja. Deswegen, das finde ich geil, wenn man die Zeit hat, darüber so zu reden. Oder wenn eben jeder versucht, so Sounds anzubieten, die es ermöglichen, dass Platz für andere ist. Ja, da sprichst du jetzt was an, ne? Weil du sagst Zeit. Es gibt ja so Bands, da geht man hin, macht einen Soundcheck und versucht schnell irgendwie das Beste aus dem Gig zu machen. So, ne? Ja. Man hat die Songs geprobt und spielt dann. Da hat man gar nicht so die Zeit, darüber überhaupt zu sprechen. Ne? Da muss man dann sagen, okay, ich mache jetzt ein Ding, das funktioniert. Da werde ich wahrscheinlich stattfinden. Der Rest wird vom Front-of-House-Mischer irgendwie schon geregelt.
Also da fängst du gar nicht an, jetzt so viel. Das ist du machst es automatisch dann während des Gigs wahrscheinlich sogar so ein bisschen. Versuchst deinen Platz zu finden. Mhm. Aber selbst da, da hast du 2 Stunden den Gig und dann ist es vorbei und dann also hast du nicht so viel machen können. Bei Sing My Song ist es jetzt eine Situation, wir bieten eigentlich schon eine fertige CD-Produktion an, mhm. die man vielleicht noch mischen muss, aber selbst im Mix, glaube ich, weiß man schon relativ schnell, wie das Produkt dann klingt. Ne? Ja. Das ist dann, glaube ich, schon so, dass wir versuchen, wirklich schon eine gemischte Band zu sein. Und das versucht jeder von uns so ein bisschen, ja. weil so hören wir es ja auch beim Proben. Und ich habe jetzt bei der letzten Staffel, das habe ich auch schon öfter gemacht, ich habe sogar angefangen, meine einzelnen Sounds, bei den einzelnen Songs mit dem Equalizer so reinzuschapen, dass das für mich im Mix stimmt. Weil wir sind ja sogar noch 2 Gitarristen. Mhm. Der Ulle ist dann sogar manchmal so, dass er vielleicht mal mehr Höhen hat als ich. Mhm. Und hat dann jetzt als Beispiel so einen Funk-Sound, jetzt bei dem einen oder anderen Song, wo ein bisschen so cleane Höhen da sind. Ja, genau. Und ich mache dann ganz bewusst so ein dumpfes Mittending, stelle ich nebendran. Und dann muss ich da wieder aufpassen, dass die Keyboards dann nicht das schon machen. Ja. Und dann habe ich dann auch noch einen Camper, der einen Stereo-Sound macht. Und selbst da muss ich aufpassen, da denke ich dann eher Mono, so, ne? Also das macht dann Stereo auch keinen Sinn. Den müsste man genau da irgendwo reinsetzen, wo die Keyboards nicht stattfinden. Genau. Ja. Aber ich fange frequenzmäßig schon an, meinen Sound in das Bandkonzept rein zu shapen, dass das bei Sing My Song wirklich seinen Platz hat. So, ne? Ja. Und ja. Wenn ich eine Gitarrenlinie muss, die, sag mal, im Vordergrund steht, wo alle anderen sich vielleicht eher ein bisschen anpassen müssen, dann müssen die eher mal gucken. So, ne? Das kommt halt auch immer darauf an, wer dann auch so ein bisschen der Storyteller ist oder die Hauptrolle in einem Bandkontext spielt. Deswegen finde ich auch, also das kennt ja jeder, ne? Du gehst auf die Bühne mit der Band und spielst und machst Soundcheck, aber du hast ja nie das Feedback, wie klingt es denn unten? Ja. Und da, klar, man spricht mit dem Tonmann, wenn es der eigene Mann ist, mhm. wenn es ein Fremdtyp ist von vor Ort, ja, vielleicht bei der Nummer ist wichtig, dass man die Geige hört oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Aber so richtig hat man nie das Feedback, wie klingt es denn unten irgendwie? Versteht der das, was wir eigentlich wollen? Überträgt der das? Mhm. Deswegen finde ich das so super schön und super wichtig, wenn man mal in der Lage ist, auch mal, wenn man natürlich mit den gleichen Leuten arbeitet regelmäßig, mhm. dass man einfach sagt, hey, gib uns doch mal Feedback auch, pass auf, an der Stelle, sorry, die Gitarre ist da viel zu fett. Mach die doch mal, biet doch mal was anderes an. Sei es jetzt irgendwie leiser oder dünner oder du findest da statt, wo auch das und das stattfindet. Also, dass man so ein Feedback bekommt. Oder dass wir dann auch sagen können, pass auf, an der Stelle, Bläser sind total unwichtig. Das ist total einfach nur Füllmaterial. Ja. Das kannst du so behandeln wie ein zweites Keyboard. Bei einer anderen Nummer muss aber... Das ist eine Bläsermelodie, die muss über allem stehen, sozusagen, ja. irgendwie. Ja. Und wir hatten neulich noch, kannst du dich erinnern, auf der Rückfahrt haben wir noch gesprochen über ein Thema, weil die Lena sagte, dass sie immer so Intonationsschwierigkeiten hat bei einer Nummer, weil Du bist das Licht von Gregor, einer von den Hits quasi. Mhm. Der ist in einer Tonart, die für Gitarren nicht typisch ist. Das ist schon mal ein so ein Ding, in der B-Tonart. Wo sind wir? In Astur oder B-M? Astur, ne? Ja. Und ich konnte mich nämlich daran erinnern, dass ich auch immer ganz am Anfang Schwierigkeiten hatte, mit den Bläsern zu intonieren. Und ich konnte das für mich relativ bald rausfinden, woran das liegt. Nämlich weil auf der einen Seite der Song mit Klavier losgeht, mit so einem ganz typischen popartigen Ostinato-Klavier. Mhm. Sobald aber die Band spielt, führen die Gitarren. Meiner Meinung nach. Mhm. Also du hast dann, in dem Fall haben wir so einen konkreten Beatles-artige Version jetzt draus gemacht, so relativ aufgeräumt, wo so gestrumpte Akustikgitarren sind und du spielst so angezerrte, aber Akkordbrechungen auch, oder? Ja, mittlerweile vorne in der ersten Lage so relativ tiefliegende Rock. Akkorde. Genau, so. Ja, wir haben ja die Version ein bisschen härter gemacht. Ja, genau. Und das ist so, wie kann man das vergleichen? Ja, halt so Robbie Williams, offene Akkorde. Ja, so irgendwie so. Ja, nicht so ganz zerrig. Ja. Wie so eine Tele, so ein bisschen angecrunchte. Aber was für mich passiert, ist nämlich der Punkt, sobald
Es geht los mit Ding, 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 Klavier, bam, bam, Mittellage, Klavier, linker hat Bassfunktion. Und dann kommt die Band rein, Bass ist klar. Und dann ist das Klavier rückt für mich in den Hintergrund in dem Moment. Was ich dann wahrnehme auf meinem Ohr sind die gestrumpten Gitarren von Gregor, die sehr schlank ist, weil es Steelstring-mäßig ist und hat, glaube ich, auch sogar ein Capo drauf. Und wenn du deine hohen Saiten spielst, die tiefen Saiten kommen bei mir nicht sehr konkret auf dem Ohr an, aber die höheren Saiten auf der Gitarre, das ist mein Bezugspunkt zum Intonieren. Okay. Ja. So, und wenn ich die jetzt nicht höre, weil sie nämlich zu dumpf sind oder nicht laut genug auf meinem Ohr sind oder nicht prägnant genug sind, dann ist es schwierig. Und wir hatten als Bläser genau das Problem, dass damals Christoph und Johannes die Gitarre, deine Gitarre oder auch Gregors Gitarre, nicht so laut auf dem Ohr hatten und sich eher auf dem Klavier orientiert haben. Das Ding ist wohltemperiert, die Gitarre ist anders temperiert, ich spiele mit Capo, das heißt, es ist irgendwie nicht so einfach, dann woran orientiere ich mich? Und das ist eindeutig, es hilft total, wenn in dem Fall der Gitarrensound so sauber und clean, also jetzt nicht clean, sondern einfach gut hörbar von den Frequenzen ist. Und dadurch ist für mich jetzt total einfach zu intonieren, weil ich einfach weiß, das sind die Bezugspunkte, an denen kann ich mich orientieren. Aber es ist schwer, wenn man nicht weiß, wo ist das Problem. Da bist du jetzt an so einem Punkt, wo man jetzt über so eine Philosophie spricht. Ne? Was mache ich auf meinen Mix? Ne? Da hatten wir es auch schon mal von. Zum Beispiel gibt es ja Menschen auf der Bühne, also Musiker, die sagen, ich will überhaupt keine Gitarren auf dem Kopfhörer haben. Das hatten wir in der Monitorfolge schon mal, ja genau. Ja. Hatten wir in der Folge schon mal. Oder ich will jetzt keine, ich will keine Percussions, ich will keine Geige oder sonst irgendwas. Ja. Ich möchte eigentlich nur einen Bass und meinen Gesang. Ja. Ja. Also meistens die Sänger, ja, ne? Ja, ja. Keine Ahnung, bei mir ist es dann auch so, ich habe auch so Prioritäten irgendwie. Aber für mich ist der Bass immer extrem wichtig, weil das das untere Spektrum von meiner Gitarre ist, wo ich aufpassen muss. Dass, also, was heißt, eigentlich muss ich nicht aufpassen, aber ich will auf jeden Fall meinen Akkord, dass der mit dem Bass zusammenklingt. Mhm. Meine Gitarre, der Bass ist das Bindeglied nach unten zu meiner Gitarre. Ja. Das brauche ich einfach. Ja. Und vor allen Dingen ist der Bass noch dazu das Gegenstück zur Bassdrum, ne, damit ich den Puls habe. So, also, keine Ahnung, hat jeder seine Philosophie. Aber wenn ich jetzt anfange, die Bläser, die sind nur deshalb bei mir oft nicht so laut, weil die auf eine natürliche Art und Weise schon laut sind. Wenn ich hier stehe und ihr steht da, ich höre die schon so gut, dass ich die oft ein bisschen leiser machen kann. Oft ist es so, dass ich auch eine Snare gar nicht brauche auf meinem Kopfhörer, weil der Schlagzeuger neben mir steht. Dann habe ich die Snare gar nicht drauf. Vielleicht nur so ein bisschen für die Definition oder so. Also so ein Mix, der ist auch immer abhängig von der Location. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, nimm mal meinen Monitor-Mix auf, ich höre den mal zu Hause an, wie ich überhaupt klinge. Das ist hängt zwar total lustig und man kann ein bisschen was überprüfen, aber es macht überhaupt keinen Sinn, weil das abhängig ist von der Live-Situation. Ne? Genau. Da ist dann vielleicht gar keine Snare drauf auf meinem Monitor, auf meinem In-Ear-Mix, so, ne? Weil ich sie nicht brauche. Aber Pepper! Pepper! Axels Hund. Warte, schon eine gute Stunde hat sie jetzt schon durchgehalten. Pepper! Sucht sowas im Sofa. Irgendwelche Essensreste. Frieden wieder eingekehrt. Nüsse. Ja. Nüsse kriegen Hunde nicht. Ja, Nüsse. Hat man schon mal das Ding. Vielleicht liegt auch eine Salami noch irgendwo rum von der letzten Pizza. Nee, bei uns ist ja nicht so. Nee, wir sind nicht so. Nee. Hier ist Ordnung in unserem Proberaum. Ja, aber ich finde das total. Für mich ist Bottom Line, das ist ein Thema, was Erfahrung benötigt, was Disziplin benötigt und was auch Zeit benötigt. Das sind für mich die drei Punkte. Wenn du, also am Anfang muss natürlich überhaupt erstmal die Idee sein, wie will ich eigentlich klingen? Die Idee von dem, was ich in dem Song spielen will oder in der Band, was ist meine Aufgabe in dem Song? Ja. Dann mit welchem Sound tue ich das? Und wenn ich den dann habe eine Vorstellung, oh, so wird der wahrscheinlich klingen. Und dann muss man aber direkt evaluieren, okay, der ist aber leider zu fett für das, was jetzt hier gerade stattfindet. Oder absolut. Er ist zu höhenreich oder er hat zu viel Hall. Der übliche Fehler, er hat zu viel Verzerrung. Man denkt immer, AC/DC, Angus Young ist total verzerrt. Mhm. Ist er aber eigentlich gar nicht. Es ist gerade mal ein Crunch. So irgendwie. Solche Sachen. Also, sehr viel Schalldrucker. Aber genau, das war das, was ich sagen wollte. Das habe ich nämlich jetzt gerade vergessen. Du setzt ja deinen Sound immer in den Kontext zu den anderen Klangquellen. Ne? Ja, genau. Und wenn die zu leise sind, weil ich nur eine Sache hören will, dann kann ich mich nicht einschätzen, wo ich stehe. Ne? Wir hatten das bei Sing My Song öfter mal, dass wir einen Song proben mussten, als der Sänger noch nicht da war.
Und meine Position ist oft so, dass ich sage, wenn ich den Sänger nicht höre, dann ist es für mich Blindflug. Mhm. Weil die Gesangslinie ist für mich the main storyteller. Das ist einfach das Allerwichtigste. Und die Gitarre muss den einrahmen, den Sänger. Ja. Ich kann nicht anfangen auf der Gesangs... Wenn ich jetzt irgendwo in der Gesangsstimme da rumwusel mit meinem Gitarrensound, ist klar, dass das nicht funktionieren wird. Das ist für mich extrem schwierig, wenn ich keinen Sänger habe bei so Sachen. Ne? Und wenn der dann später dazukommt und ich habe meine Gitarrenlinie gefunden, die irgendwie im Instrumental gut funktioniert, und dann singt er eine Linie, wo ich sage, ja gut, kann ich das komplett wegwerfen. Ich muss sie komplett neu definieren. Ich habe mittlerweile jetzt auch am letzten Wochenende nochmal mir die Gregors Stimme und die Backing-Stimme lauter machen lassen. Yeah. Genau aus dem Grund, weil ich hatte die so am Anfang so ein bisschen gut hörbar, aber wenn alle spielen und ich selber auch richtig laut spiele, gehen die ein bisschen verloren. Yeah. Und jetzt mittlerweile habe ich es einfach gesagt, nee, eigentlich muss es, das ist eigentlich für mich die Dynamik-Referenz auch. Es muss immer führen eigentlich. Und ja, eben. Wahrscheinlich wirkt das für den einen oder anderen, würde das sehr laut wirken dann auf dem Ohr im Vergleich, aber mir hilft es total, um es einschätzen zu können. Ja. Absolut. Also auch was Dynamik betrifft, jedes Instrument ist so krass von den anderen Instrumenten eigentlich abhängig. Wir hatten oft das Phänomen, dass wir beim Soundcheck, habe ich dann mal ein paar Töne angespielt oder die Flöte hat mal gespielt, du hast mal kurz gecheckt und dann war die Tendenz so, oh, wow, ist viel zu laut. Ist viel zu laut. Ja, genau. Wow, können wir das leiser machen und so. Ist immer so die Tendenz zu sagen, okay, lass uns ganz kurz mal alle zusammenspielen und mal gucken, ob das dann immer noch zu laut ist, weil dein Kontext immer auch dieses Solo-Instrument weg. Komprimiert so ein bisschen. Ja. Also man muss da total aufpassen, dass man nicht direkt schon anfängt, chirurgisch Sachen da wegzumischen. Absolut. Wenn man den Gesamtkontext nicht hört. Ne? Und bei der Gitarre ist oft so. Ne? Von Gitarren ist man sogar philosophisch noch gewöhnt, dass die immer zu laut sind. Das ist in unserer DNA einprogrammiert. Dass wenn jemand einen leisen Gitarrenakkord anspielt auf der Bühne, dass schon jemand in Deckung geht. Ne? Weil ne? So kennst du ja auch diese Regung, ne? dass das schon so in uns drin ist. Und dann sage ich mir so, ja, warte mal kurz ab. Ja. Mein Verstärker ist eigentlich gar nicht an gerade. Ich habe so ein schönes Foto gemacht auf Instagram, wo dein Verstärker auf 1 steht tatsächlich. Das stimmt gar nicht. Ich habe die 1 ja hingemalt auf die 5. Wie, der ist auf 5 oder was? Ja, nee, der ist auf 3. Aber ich habe eine 1 auf die 3 gemalt, sodass jeder denkt... Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall sehr leise. Das kann man schon sagen. Ja, total, der Amp ist sehr, sehr leise. Ja. Bei Gregor ist ja so, wir haben so viele Klangquellen. Alles, was auf der Bühne rumwummert und rumwuselt, geht in die Gesangsmikros rein. Weil wir haben wie sagt man da, Kondensatoren? Gregor hat dieses Kondensator Neumann KMS 105. Das fängt sich quasi alles ein, was... Ja. Es ist kein dynamisches Mikrofon wie ein SM58, wo man so einen Nahbesprechungseffekt hat, sondern das ist so richtig schön offen und fängt sich vor allen Dingen auch die Bläser sehr gut an. Ja, weil die Trompete ist direkt dahinter. Wenn Gregor nicht vor dem Mikro steht, ist die Trompete direkt in diesem Mikro. Ja. Also so Sachen. Und die Mikros sind recht empfindlich, da muss man auch aufpassen. Jeder hat dann irgendwie alles drauf und so, ne, auf diesen Mikros. Und dann ist es in meinem Fall, über die Jahre hat sich das jetzt so herauskristallisiert, dass ich meinen Verstärker bei... Ich sehe schon die Bühne und weiß schon, okay, ich mache meinen Verstärker heute leise. gibt dann Riesenbühnen, eine Festivalbühne, wo scheißegal ist. Da kann ich dann... Ja. Ihr kennt das bestimmt auch. Oder jetzt die Zuhörer kennen das, die Gitarristen vielleicht. Wenn man auf einer Riesenbühne seinen Verstärker, den man gewohnt laut hat, anschaltet und dann plötzlich merkt, hä, ist das mein Verstärker? Der ist ja viel zu leise. Dass auf großen Bühnen Verstärker oft leiser klingen, gefühlt, als auf kleinen Bühnen. In einem Club habe ich dann meinen Verstärker auch immer auf 3 stehen und dann ist es wirklich so, dass ich so, wow, der ist aber heute sollte man so eine Gitarristen-Selbsthilfegruppe aufmachen für solche Themen. Du brauchst einfach einen Psychotherapeuten, der speziell auf Gitarristen sich spezialisiert. Absolut. Weil das ist ein Riesenthema. Ich glaube, dass das Thema Sound auch ganz viel mit Ego zu tun hat und dass das echt auch immer so ein Ding ist. Nicht immer, aber sehr häufig. Aber auch bei anderen Instrumenten ist Ego vorhanden. Nicht nur bei Gitarristen. Ich habe jetzt nicht nur bei Gitarristen gesagt, ich meine bei Musikerinnen grundsätzlich. Ja. Und ich sage auch Musikerinnen an dieser Stelle bitte, sehr gerne. Bitte da. Nee, ich glaube schon, dass es einfach, man will ja selber gut klingen. Darum geht es eigentlich. Man will selber gut klingen, man will gut ankommen. So ganz ohne Ego ist ja auch scheiße. Ich glaube, das Gefühl, unten nicht stattzufinden, ist das Beschissenste, was man
diesen Gedanken, ich spiele gerade was, klingt ja, geil, ja, aber der Mischer hat mich aus unten. Das ist etwas, was sehr, sehr, sehr ungut ist für den Kopf. Das ist total, das ist ja kein, da ist ja alle Motivation dann weg. Also ja, ich glaube, das ist für mich die beste Motivation, wenn ich weiß, ich weiß nicht, wie dir, ne, die geht es wahrscheinlich ähnlich, wenn man jetzt schon, ich sag mal, relativ viel Studio-Work gemacht hat. Die beste Motivation ist für mich, jetzt ist das rote Licht an, jetzt kommt es auf jeden Ton an. Und man hört jeden Ton, den ich spiele. Das ist für mich, dann bin ich einfach konzentriert. Konzentrierter, ja, klar. Im Umkehrschluss, ja, konzentrierter, als wenn jemand sagt, ey, spiel einfach erstmal, wir machen nachher sowieso nochmal alles neu. Ja. Dann spiele ich scheiße, dann habe ich keinen Bock. Mhm. Also ich habe dann schon noch Bock und ich mache dann irgendwie das Ding, wenn es gar nicht anders geht, klar. Aber richtig spannend oder richtig Spaß macht es dann, wenn ich weiß, okay, jetzt kommt auf jeden Ton an. Ja. Also, dann ist es einfach wichtig auch. Und deswegen, ich finde, so sollte man auch in eine Probe oder in einen Gig gehen. Ich finde, wenn man auf die Bühne geht mit der Philosophie, jetzt können wir von unserem Gig auch eine DVD produzieren. Also ich weiß das, es ist, also ich finde, mit diesem Gedanken gehe ich auf die Bühne. Ich will immer irgendwie so spielen, dass man es auch wirklich jetzt verkaufen könnte auf einer Platte oder so. Klar macht jeder Fehler. Darum geht es nicht, das ist ein anderes Thema. Aber mit dieser Philosophie will ich auf die Bühne gehen. Ich will, dass jeder Ton irgendwo so eine Berechtigung hat. Mein Eindruck ist, dass die Technikwelt, so wie sie jetzt gerade ist, also für uns Musiker, die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, natürlich ist es speziell bei Keyboards und Gitarren extrem. Du hast unglaublich viele technische Weiterentwicklungen. Diese ganze Modeling-Welt bei euch oder bei uns, sage ich auch, ich bin ja auch von betroffen. Du kannst, also früher war das so, du hast ein Amp gehabt und du hast ein paar Pedale gehabt, that's it irgendwie. Und mittlerweile hast du die Möglichkeit, über tausend von Effekten zu verfügen, aber auch über viele Amps, über Modeling, ganz andere Sounds zu erzeugen. Und das ist so ein bisschen immer so die Frage, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mhm. Und gerade für angehende Leute an Bands, die irgendwie noch nicht viel Erfahrung haben, ist so mein Eindruck, es wird nicht leichter, das alles zu verstehen und zu checken, was ist ein geiler Sound, warum ist der jetzt geil, wie kriege ich den hin. Mhm. Bei anderen Instrumenten ist es vielleicht nicht ganz so extrem, aber auch bei uns Bläsern gibt es mittlerweile irgendwie krasse Mikrofonwahl. Es gibt Mundstücke noch und nöcher. Verschiedene. Man kann verschiedene Sounds erzeugen. Eigentlich geht es immer darum, einen eigenen Soundgeschmack erstmal zu erlangen. Und allein dafür finde ich es total wichtig, mal zu einem Soundcheck zu kommen oder zu einer Probe zu gehen von einer anderen Band oder quasi bei einem Workshop zu sein, wo ein Dozent kommt und sagt, hör mal zu, alles geil, aber mach doch mal das raus, mach mal das raus, mach mal das raus und hier Drums, du spielst gerade zu leise, du musst mehr Gas geben oder ihr Bläser, ihr spielt viel zu dumpf, ihr müsst mehr Obertöne erzeugen, damit es besser lockt, all in all. Also so wirklich Praxistipps zu bekommen, hätte mir total geholfen. Ich habe sowas auch im Studium zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ja. Da ging es nie um solche Themen. Ich habe das auf Bühnen und im Studio gelernt, aber es hat im Studium gab es nie einen Workshop oder überhaupt so im Kontext. Es ist eigentlich das Wichtigste. Für mich ist der Sound immer das Erste, was einem auffällt. Und erst danach kommt, was derjenige spielt, wie er es spielt, wie das aussieht oder so. Sondern der Sound ist das Allererste, was mir persönlich wichtig ist und auch auffällt. Und deswegen, ich finde so eine schöne, ein Bewusstsein dessen, finde ich eigentlich geil. Also, keine Ahnung, mir hat es im Studium keiner erzählt. Ich habe das viel später erst gerafft. Und ich glaube, auch meine Rockband hätte damals viel besser geklungen, wenn wir da jemanden mal gehabt hätten, der gesagt hätte, hier geht nicht. Ja, aber du merkst, du hast jetzt, das ist am Ende, fragt man sich, wer macht die Musik, ne? Weil du gibst jetzt einen Musiker, der viel Hörerfahrung hat, gibst du jetzt ein Modeling-Amp mit allen Tools, die du brauchst. Da sind 20.000 Verstärker drin, 500.000 Effekte, was übertrieben. Aber egal, auf jeden Fall hat der ein riesen Repertoire an Sounds. Du gibst diesen Musiker mit Hörerfahrung dieses Gerät und der wird sich einen Sound hinschrauben, der am Ende gut klingt. Wahrscheinlich. Weil seine Hörerfahrung den Sound macht. Genauso ist es mit jemandem, der Platten mischt. Wenn du jetzt Chad Blake zum Beispiel,
hier einen Computer hinstellst mit Pro Tools und sagst, und misch mir hier mal mit diesen ganzen Plugins, die da drauf sind, misch mir doch mal jetzt eine Platte, dann wird der immer eine Platte mischen, die irgendwie geil klingt, weil er nicht mit seinen Plugins mischt, sondern mit seiner Hörerfahrung. Mhm. Genauso ist es bei Musikern. Das ist im Prinzip, bei mir ist es jetzt so, ich habe über die Jahre mir natürlich auch so eine Philosophie angeeignet, wo ich weiß, okay, das ist für mich wichtig bei der Gitarre. Ich fange bei der Gitarre an, ne, die Gitarre braucht das und das Holz und so weiter, dass es gut klingt und so, die muss sich gut anfühlen und so weiter. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann Effekte mit reinhaut und die müssen dann so und so klingen. Und irgendwann komme ich zu diesem Sound, der jetzt meinem Geschmack entspricht. Und so ist es bei allen. Ne? Wenn du jetzt, du kennst dann auch Musiker, die wenig Hörerfahrung haben, die kriegen jetzt einen wirklich sehr flexiblen Camper-Verstärker hingestellt und es klingt halt irgendwie nicht gut, vielleicht, ne? weil die einfach nicht wissen, wie die Gitarre vielleicht klingen sollte oder wie sie klingen kann. Es ist auch wieder eine Frage des Geschmacks, aber am Ende kannst du ja aus diesen Verstärkern, die da drin sind, alles machen, aber es muss am Ende nicht gut klingen. Ne? Ja. Es ist vielleicht zu viel Zerre, es ist zu komprimiert, es sind zu viele Effekte drauf, du kannst so viele Fehler machen. Ja. Also am Ende, der Musiker mit viel Hörerfahrung, der macht so viel, der löst so viele Probleme auf dem Weg zu seinem Sound, dass er genau weiß, was er ausschalten muss. Ne? Oder was er nicht anschalten will oder so. Ne? Bei mir ist es dann oft so, dass ich zum Beispiel, also so diese klassischen Chorus-Sounds, die mag ich nicht so. Vielleicht weil es auch dadurch, dass die 80er, dass es da übertrieben wurde mit, dass wir damit ein bisschen zugedröhnt wurden, dass man die dann irgendwann nicht mehr hören konnte. Ne? Der typische Sound von, wie heißt der? Brian Adams. Achso, Sko. Nee. Ja, Scofield hat auch seine Phase, wo er in den 80ern sehr viel Chorus drauf hatte. Hat mir auch nie gefallen. Abercrombie hat auch so geklungen. Ja, Mike Stern. Ja, auch der typische Roland CE1 Chorus-Sound. War das, glaube ich, oder CE2? Keine Ahnung, was das war. Es war auf jeden Fall ein Chorus-Pedal von Boss. Was damals geil war. Alle wollten das. Ne? Mhm. Sogar Eric Clapton hatte einen Chorus auf seinem Sound früher. Subtil. Aber es war da, war ein bisschen Bewegung da. Ne? Das ging noch, finde ich. Aber selbst da war mir oft zu viel Modulation. Dann. Also das habe ich irgendwie, hat mir das nie gefallen. Das heißt, das habe ich dann immer weggelassen. Jetzt haben wir gerade wieder so eine Renaissance, wo so ein bisschen solche Sounds wiederkommen. Ne? Wo man so wieder so genau das will. Was ich kann es schon nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Ja, es wird halt schnell zu viel. Und das ist der nächste Punkt. Ne? Wir haben jetzt über Frequenzen geredet. Wir haben über Platzierung der Töne geredet, jetzt kommt noch die Tiefenstaffelung, weil wenn ich jetzt einen Hall drauf mache, dann rückt meine Gitarre nach hinten. Ich mache ganz viel mit kurzen Hall oder mit Slap Delays, um meine Gitarre ein bisschen wegzurücken von der Band. Ich kann aber genauso gut, auf dem In-Ear merkt man das ganz extrem. Ich habe einen Sound bei Gregor, da habe ich jetzt fast alle Effekte ausgemacht. Der ist ganz trocken, der steht halt direkt hier. Ja. So, ne? Und für den Song ist es für mich genau das Richtige. Weil alle sind irgendwo weit, machen viel Hall. Ne? Wie heißt der Song? Leinlos. Der ist für mich, da mache ich ja dann mittendrin auch so einen riesen Delay-Sound kurz. Aber im Kontrast dazu kommt in der Strophe nämlich alles weg und der Sound ist trocken. Und die Gitarre steht auf einmal hier. Ja. Das finde ich total spannend. Und das macht für mich so, cool, das funktioniert für mich in dem Song jetzt. Genau. Weil die Gitarre plötzlich hier hinrückt. Das in der zweiten Strophe höre ich auf zu spielen. Ich spiele den ganzen Tag Diddle, 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 so ein Ostinato. Und ich höre in der zweiten Strophe komplett auf zu spielen. Ja. Und du stehst da und spielst so Filz. Mhm. Und das ist plötzlich so krass aufgeräumt dadurch. Ja. Also zumindest auf dem Ohr. Ich weiß nicht, wie es unten klingt. Aber das sind so schöne Situationen, finde ich. Ja. Nehme ich auch so wahr. Der steht total drüber, der Klang. Aber geil, weil das ist doch auch eine Kunst eigentlich. Zu sagen, ich bin da jetzt weg. Ich lass jetzt dem anderen Instrument einfach hier die Bühne. Ja. Ich habe total viele Momente, wo der Chris Herzberger spielt und wo ich weiß, okay, ich bleib da einfach jetzt mal weg, weil die Geige da einfach jetzt hier vorne steht. Wegbleiben ist der beste Sound. Wegbleiben ist, also so, zumindest gibt es Situationen, wo das genau das Richtige ist. Ja. Ne? Und ich finde, und dann merke ich auch so, wow, jetzt lebt der Song für mich, wenn ich da einfach mal die Schnauze halte. Ja. Es hat gar nichts mit mir zu tun an sich, es hat einfach damit was zu tun, dass das Instrument gerade so schön dasteht, wenn ich wegbleibe. Ja. Und genauso ist es, wenn du hast zum Beispiel irgendwo auch eine Flöte oder irgendwas drin,
oder ein Saxophon-Solo bei, ich glaube, es gibt etliche Stellen, wo dann das Saxophon anfängt. Und dann ist es einfach schön, wenn da einfach mal was weg ist. Also wenn da einfach Stille ist und, ja, und ein Instrument erstmal was sagen kann. Und dann kann man wieder aufbauen, dann kommt wieder was dazu, ne? Und so. Und da ist auch immer die Frage, was ich spiele. Ne? Manchmal ist es schön, wenn ich zum Beispiel einen Akkord lege, der hat viel Hall und der gibt dem Ganzen so rahmt das Ganze so ein bisschen ein. Auch cool. Und dann gibt es so Sounds, die so tick, 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 so kurz klingen, die irgendwo genau in die Lücke so rein kommentieren, was auch geil ist. Also, aber man sieht dann schon, wie unterschiedlich das sein kann, was so eine Aufgabe von einem Instrument sein kann. Eigentlich geht es jetzt, ich meine, die Folge heißt zwar Bandsound und so weiter, Mix, aber eigentlich geht es ja weit darüber hinaus. Es geht auch um das Verständnis, was ist meine Funktion, was spiele ich, an welcher Stelle. Total. Und mit welchem Sound spiele ich das, mit welcher Intensität spiele ich das und so weiter und so fort. Das ist total richtig vielschichtig eigentlich, die ganze Nummer. Und man müsste das mal exemplarisch eigentlich mal so auseinandernehmen an einem Song irgendwie. Ja, es ist super interessant. Aber guck mal, jetzt mit diesen drei Komponenten, Frequenzen, Tiefenstaffelung, wo im 3D, wo im Raum steht Hall, mein Instrument, Hall, Hall oder nicht Hall, rückt meine Gitarre vor, geht sie zurück. Und mit dem Platzieren der Noten hast du schon diese drei Schwerpunkte, die schon total viel machen. Mir würde jetzt gar nicht einfallen, ob es noch irgendwas gibt, aber es gibt vielleicht noch was. Ich weiß nicht, ob es noch eine Komponente. Also das sind aber, glaube ich, die drei wesentlichen Punkte für mich. Oder? Jetzt ein Toningenieur würde vielleicht noch was finden. Der würde vielleicht noch den Aufbau des Akkords definieren. Also wo meine Gitarre im Gesamtspektrum des Akkords stattfindet. Mhm. Wenn jetzt du jetzt zum Beispiel eine Topline spielst auf der Flöte, ich spiele bestimmte Oktave drunter. Genau, das ist nämlich auch noch ein Punkt. Wenn der Dominik Grundtöne spielt, spiele ich oft keine Grundtöne, sondern bewege mich irgendwie auf Terzen oder Quinten oder sowas. Mhm. Und ich lasse ganz, das ist auch noch ein Punkt, wo in der Akkord, im Akkordaufbau stehe ich mit meinen Intervallen. Ja. Das ist auch noch ein Punkt, auf jeden Fall. Ja, absolut. Das ist bei uns Bläsern auch extrem wichtig. Zum Beispiel, ich finde es ganz oft scheiße, wenn die Gesangsmelodie parallel zum Bass läuft. Ja, klar. Muss man drauf achten. Das ist einfach langweilig dann. Das ist oft ganz scheiße. Ja. Und ich, mit der Gitarre suche ich mir oft gegenläufige Linien, was den Bass betrifft. Oder, wie gesagt, suche mir ein Intervall, das den Grundton weglassen kann. Es gibt natürlich aber auch Voicings, die auf der Gitarre total schön klingen. Ja. Auf dem Klavier überhaupt nicht schön klingen und andersrum auch. Ja, klar. Und das ist halt auch schön, dann einfach zu überlegen, hey, wer kann das denn übernehmen? Oder es gibt auch bei Bläsern Voicings, so Add-9-Voicings, Quad-Voicings, die klingen total schön, wenn man sie einsetzen kann an der richtigen Position, an der richtigen Stelle, ist es saugeil, das zu haben, wenn da drunter ein normaler Dreiklang liegt oder ein Powerchord oder ein Quint-Ding. Total. Brad Meldau, ne, ist total inspiriert von Open Tunings. Genau, Gitarren. Genau. Hatten wir mal das Thema von, ne, dass Brad Meldau ist ein Pianist, Jazz-Pianist, der aber so inspiriert ist von Gitarristen, dass er versucht hat, diese Gitarren-Voicings aufs Klavier zu übertragen. Ja. Und auf der Gitarre kann man ja viel Open Tunings machen, was auf dem Klavier erstmal nicht geht, aber man kann es in etwa übernehmen und bei dem ist das so ganz. Der hat dafür neue Klaviervoicings für sich entdeckt, weil er viele Gitarren so gehört. Ja, finde ich total spannend. Ey, bei mir genauso. Ich habe wahrscheinlich in meinem Leben mehr Gitarren gehört als Saxophone. Mhm. Also so inspirationsmäßig. Natürlich wahnsinnig viel Saxophon transkribiert und so, aber finde es schon faszinierend, auch wie gerade auch die Phrasierung bei einer Gitarre ist eine ganz andere. Und das hat mir total viel gegeben. Ja, das ist das Schöne, deswegen sollten Gitarristen einfach auch Saxophon-Soli raushören. Absolut. Das ist ja das, was wir im Jazzstudium dann auch gemacht haben, dass ne, Coltrane-Solos transkribieren, raushören. Hör dir einfach Nebenfachinstrumente an, raus, Klaviersoli notieren, transkribieren. Ja. Das ist was wahnsinnig hilft, einfach wegzukommen von seiner Betriebsblindheit auf dem Instrument. So, ne? Das hat mir immer super viel geholfen. Jetzt haben wir, das ist eine saugeile Nerd-Folge schon wieder hier gewesen. Sehr nerdy. Extrem nerdy, war gar nicht so gedacht. Aber das ist ja oft so in unserem Podcast. Ne? Wir fangen an, dann wirst du so warm und dann kommst du dann kommst du da richtig rein ins Thema. Knietief im Nerd. Steckst du da drin. Aber sind wir schon wieder durch oder was? Ging ja, schnell, wir sind ziemlich schon durch. Ja, ist über eine Stunde schon wieder. Verabschieden wir uns. Wir verabschieden uns und zwar war das dann wieder eine kleine Jubiläumssituation, nämlich die 30. Folge.
Wie nennt man das? Goldene? Blau. Kariert, blau, karierte Hochzeit. Podcast-Hochzeit. Streifte Hochzeit. Hier, du hast auch schon Streifen an. Genau, am Wochenende geht's wieder los. Nee, geht's nicht. Dieses Wochenende haben wir frei. Ganz erstaunlich. Dieses haben wir frei, aber während ihr diesen Podcast hört, sind wir in Süddeutschland, wie schon gesagt. Um dann am nächsten Tag in Ossiach zu spielen. Da geht es übrigens um solche Themen. Wir spielen da in Ossiach bei der Karinthischen Musikakademie am Ossiacher See. Spielen wir ein Eröffnungskonzert mit der Gregor Band. Ach, das wusste ich gar nicht. Und dann findet dort nämlich ein Band-Workshop statt, wo es auch um genau diese Themen gehen wird. Den du machst mit Gregor? Gregor ist da als Dozent für das Thema Songwriting. Da können also Songwriter kommen und sagen, hörst du mal drüber, Gregor, ist das ein guter Song? Ja oder nein? Cool. Keine Ahnung. Ich bin für die Bläser zuständig. Da gibt es noch den Horst-Michael Schaffern, Trompeter, der auch sich um die Bläser mit mir kümmert. Mhm. Annika Nilles für die Schlagzeuger. Bill Lawrence von Snarky Puppy für die Keyboarder. Mhm. Da gibt es einige Leute, die da kommen. Eine komplette Bandbesetzung mit Vocals, Gitarre, Bass und so weiter und so fort. Das könnte man Werbung dafür machen, aber das ist ja schon zu spät. Ist zu spät. Für kurz entschlossen. Müssen wir anders machen. Aber ihr werdet es zeitlich nicht mehr schaffen, rechtzeitig anzukommen. Ja, also zumindest, wenn ihr aus Deutschland seid. Nee, das ist irgendwie ganz nett. Das geht dann eine ganze Woche. Ja. Yeah. Und werden wir über diese Themen unter anderem auch reden. Also ich werde auf jeden Fall mit den Bläsern über solche Themen reden. Ja. Wie schreibt man Bläser? Was für Sätze an welcher Stelle, in welchem Frequenzspektrum finden wir statt? Zählzeiten, wo finden wir statt? Und finden wir leise statt, finden wir laut statt? Welchen Sound bieten wir an? Genau diese Dinge letztendlich. Schön. Darum geht es auch. Und so ein bisschen Solospiel und so weiter, die anderen Themen auch. Aber, machst du das ab und zu mal Workshops? Kann man sich bei dir auch mal anmelden? Ja, also man kann sich bei mir, ich unterrichte so ein bisschen, wenn jemand Bock hat, Privatunterricht zu haben, dann mache ich das schon. Ja. Früher habe ich das mehr gemacht, mittlerweile bin ich an keiner Institution mehr, weil das nicht in den häufig nicht in den Geldbeutel passt, leider. Das ist einfach nicht gut bezahlt. Und manchmal auch, oder meistens der Hauptgrund ist eigentlich, dass es in meinen Kalender nicht so gut reinpasst, wenn man viel andere Dinge tut. Aber so Workshops mache ich gerne. Und vor allen Dingen, wenn sie konkret sind, wenn es darum geht, hier, das ist ein Thema. Und dann kommen die Leute, weil ich kann zu bestimmten Themen was sagen, zu anderen Themen bin ich nicht der Richtige. Das heißt, ich suche mir dann so die Möglichkeiten raus. Oder wenn ich gefragt werde, sage ich, hey, das ist ein Thema, über das kann ich was sagen, über das kann ich was sagen, das würde ich gerne anbieten. Und dann mache ich das gerne, wenn es reinpasst in den Geldbeutel. Ja, ich habe mir das auch. Ich habe ein paar Workshops schon gemacht, so für so Kulturgeschichten und so, was auch immer ganz cool war. Habe aber überlegt, mal selbst einen zu machen. Vielleicht auch hier im Studio mit so einer kleinen Gruppe oder so. Ja, vielleicht mache ich das mal gucken. Also, wenn jemand Bock darauf hat, ihr könnt euch gerne mal melden. Wenn ich da weiß, dass ein paar Leute mitmachen. Ey, das Thema cool. Sound bei dir ist einfach, muss ich echt sagen, du bist so vielseitig und da kann man, glaube ich, so viel mitnehmen. Ich glaube, auch ich als Gitarrist habe von dir viel gelernt. Einfach vom jahrelangen Hören, wie du klingst. Wenn ich jetzt mal irgendwo an meinen Reglern drehe. Habe ich mich versaut. Ja, genau, du hast mich total versaut. Nein, wenn ich jetzt mal an Reglern drehen muss, wenn ich selber irgendwo spiele. Es ist ja auch wie beim Transkribieren genauso. Man ist die Dinge, die man hört, die speichern sich irgendwie im Kopf ab oder man kann sie schneller abrufen, wenn man sich daran erinnert. Weil manchmal stehst du vor deinem Pedalboard und denkst du, okay, das ist jetzt geil, das wäre auch geil, oh nee, ja, das ist zu viel, keine Ahnung. Null Checkung, wo ich überhaupt Platz habe. Ja. Und wenn man da so eine Soundvorstellung hat oder wenn man das mal auch in echt, das ist ja immer noch was anderes, eine gemischte Platte hören oder hier bei dir im Studio sein, der Amp steht da, so klingt das einfach. Das ist ein anderes Erlebnis als im Internet. Also auch hier Tom Bukowek und wie sie alle heißen, das ist auch so ein charakteristischer Typ, finde ich, wo man als Gitarrist so richtig was abgucken kann. Absolut. Weil der so, auch wenn er so beschreibt, welche Gitarre nimmt er für was und wie, welchen Sound dann und wie er das dann spielt, das ist so, der denkt auch so Studio-Slice-mäßig, da passe ich hin, das ist der Sound, das brauche ich. Aber es ist trotzdem YouTube. Wenn du mit dem im Raum bist, ist, glaube ich, das Erlebnis ganz anders. Also das Beste, was ihr machen könnt, ist auf jeden Fall mal, wenn Workshop wir da... Workshop bei Markus von Mabu. Genau, das wollte ich gerade nicht sagen, aber stimmt, hast recht. Nee, aber egal, ob ich bin oder jemand anderes, einen Workshop mitmachen oder ein Praktikum in einem
Studio ist natürlich geil, ne? Weil man dann wirklich auch mal dann hört, wie so ein Instrument solo klingt und wie es dann im Mix klingt. Das können Welten sein. Ne? Ja. Also man denkt oft, man hört eine Van Halen-Platte oder eine AC/DC-Platte und die Gitarre, die klingt jetzt so und so. So mische ich die mir jetzt auch hin. Klingt aber im Bandkontext ist irreführend oft. Ne? Ja. Die klingt solo oft viel garstiger, ja, und viel, viel schepperiger, als man denkt. Und im Bandkontext ist die genau das Richtige. So, ne? Also man täuscht sich da oft und macht eine Gitarre manchmal auch ein bisschen zu schön. Mhm. Das mache ich auch oft gerne, dass ich die zu schön mache und dann im Mix ist sie nicht, setzt sie sich nicht durch. Da muss man auch manchmal gucken. Ein gutes Ding, ihr kennt vielleicht noch die Band, ich schreibe mir den Namen nicht ein. Wie hieß denn die Band, die damals in den 90ern, Anfang 2000, I Will Survive gecovert hat? Ach ja, ja, ja. Wie hieß die denn? Mit diesen blöden Gitarren. Mann, wie hießen die denn? Ja, ach, ich weiß auch nicht. Ihr wisst das bestimmt. Cake hieß die Band. Natürlich. Cake, ja, Cake. Und die Platten von Cake kann ich nur empfehlen in puncto Sound, weil nämlich ich finde, die Gitarrensounds sind so outstanding crazy auf dem Ding. Das ist ein Röhrenamp, der hat de facto gar keinen Bass. Yeah. Der klingt so mittig und plärrig. Ja, brauchst du auch nicht oft. Du brauchst es aber nicht. Da ist ein schöner, fetter Bass drunter und es klingt so ein bisschen trashy dadurch. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, als ich das gehört habe. Als das erste Mal, deswegen klingen kleine Amps, so kleine Fender-Amps oder so, die klingen oft im Mix super geil. Oder sind für den einen oder anderen Song genau das Richtige. Ja, genau. Bevor du da eine 412er-Box hinstellst, Leute, die Studio-Musik machen oder die viel aufnehmen, die wissen das, dass so eine kleine Box manchmal da viel geiler klingt. Gutes Beispiel ist Julian Lage, der unfassbar tolle Jazz-Gitarrist oder auch Bluegrass, was auch immer. Der hat Solo-Platten rausgebracht, wo er wirklich so einen kleinen Fender spielt. Ich weiß nicht, Champ oder so, ich weiß nicht, ob es ein Champ ist. Es ist auf jeden Fall so ein 10 Zoll. Mhm. Und das klingt tierisch mit diesem Kontrabass, diesem kleinen Verstärker. Mhm. Und da kann man das so ein bisschen hören. Gibt es viele YouTube-Videos, könnt ihr mal eingeben. Julian Lage geschrieben. Viele kennen ihn natürlich. Ja. Mittlerweile ein richtiger Held. Ja. Einer der besten Gitarristen überhaupt, würde ich sagen. Und der hat diesen Sound manchmal. Und das klingt so toll. Und der hat auch keine Höhen eigentlich so drin. Der hat so genau die richtigen Höhen, finde ich. Und das ist für mich ein weil du sagst auch, man braucht vielleicht auch so ein Ideal, an das man sich so, wo man sagt, da, so will ich klingen. Das hilft immer so ein bisschen. Mhm. Und da hilft es auch manchmal einfach, mal einen Kopfhörer aufzusetzen, eine Platte reinzumachen und seinen Sound mal zu versuchen, so hinzumischen, dass der ähnlich wie auf der Platte da das Bild abgibt. So, das fand ich auch immer ganz spannend. Wobei man da auch wieder sagen muss, Bandkontext versus Solo-Instrument ist immer ein Unterschied. So, ne? Aber man kann trotzdem so ein bisschen versuchen, mal so sich da ranzutasten, wo eine Gitarre so liegt in den Frequenzen. So, ne? Also super spannend. Also, wir könnten stundenlang weiterreden über das Thema. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Wir freuen uns auf die lange Anreise nach Österreich und hören uns dann zwei Wochen später wieder. Yes. In Folge 31. Danke fürs Einschalten, Peoples. Vielen Dank. Und drückt gern mal folgen und was man so macht. Ne? Nee, hier ist es Subscribe bei YouTube. Abonnieren, genau, und so weiter und so fort. Wir freuen uns über jeden. Und gerne auch die ein oder andere Folge teilen, denn es ist immer schön, wenn man so sieht, dass andere Leute das auch mitkriegen. Das ist so, ja. Das hilft dem Kanal und so weiter. Vielen Dank, macht's gut, Leute.